Planeten. Ich bin Kosmonaut. Ich ein verhinderter Kosmonaut eigentlich. Und der jetzt mit Musik arbeitet und dies mit Klängen versucht auszudrücken. Orbitalgarten ist ein Ort, wo ich nach dem suche, was mir am wichtigsten ist im Leben. Und dafür brauche ich einen Raum, brauche ich eine Örtlichkeit, um Leute zu treffen, um Musik zu machen, um den zu gestalten, einzurichten und um Leute daran teilhaben zu lassen. Ich gestalte das so, dass der Hörer oder der Besucher oder auch wir selber, die Musiker oder die Künstler, die Möglichkeit haben, uns darin oder da rein fallen zu lassen. Ich möchte eigentlich der Forscher sein für die Leute, der in einem Spezialgebiet nach Dingen sucht, die sie vielleicht noch nicht kennen, und möchte die eigentlich hier anbieten und nicht darüber nachdenken, ob die Leute das jetzt dafür Eintritt bezahlen und kommen oder nicht kommen. Mir kam der Gedanke, dass wenn ich um die 500 Leute will, die 10 Franken im Monat für dieses gesamte Konzept Orbital Garden mit Konzerten, Ausstellungen, alles was wir sind, unterstützen, dann brauche ich keine Abendkasse mehr zu machen. Dann können wir damit die Gagen bezahlen, wir können damit sogar die Bar finanzieren und wir können jeden Mann, jede Frau umsonst reinlassen. Das ist der ganze Gedanke und das ganze Konzept und es funktioniert. Ich bin Autodidakt und ich bin das von ganzem Herzen. Ich bin jemand, der jedes einzelne Ding selbst rausfinden muss. Irgendwo bin ich auch Erfinder. Also mich interessiert alles, was es noch nicht gibt. Und ich merke auch, es ist auch im Genre der Musik, es ist nicht einzuordnen. Nicht das, es ist nicht das, es ist nicht das. Und der Ort ist kein Veranstaltungsort, es ist auch keine Galerie. Und mein Instrument ist eigentlich eine Klarinette, aber es klingt nicht wie eine Klarinette. Ich möchte eigentlich ein Instrument erfinden, das irgendwo zwischendrin ist. Das überall ist es zwischendrin. Und ich glaube, das ist sehr bezeichnend für das, was ich suche und bin. Überall sind es eigentlich Mischungen. Nichts Bestimmtes. Es sind so viele Einflüsse da, die ich nicht voneinander trennen kann. Für mich verweist Musik und Kunst verweist auf ein Element hin, das außerhalb von unserem binären System funktioniert. Also alles, was wir haben im Kopf, unsere Zellen, die Atome, das Tag und Nacht und schnell und langsam und alles ist in zwei geteilt. Und für mich ist Musik und Kunst ein Ort, wo das Dritte ins Spiel kommt, wo wir keinen Namen dafür haben, wo wir keine Örtlichkeit dafür haben, wo wir keine Bezeichnung dafür haben. Auch nicht, ein Gefühl reicht auch nicht, aber es ist ein Wegweiser. Und ich suche eigentlich mit allem, was ich mache, jeden Tag suche ich nach diesem Zustand. Wenn ich irgendwo dieses Gefühl kriege von, wow, das ist ein Ausgang aus diesem Zweiersystem raus. Und sobald ich es benennen kann, ist es weg. Aber ich kann es, fühlen ist auch falsch, aber es ist irgendwo im Raum. Jetzt, es macht kurze Momente der Raum auf und dann merkt man, ah, da ist noch was, wurscht, das ist schon wieder weg. Danach suche ich. Und das möchte ich teilen. Und es gibt Momente, das sind hunderte Sekunden im Raum, wo man merkt, jetzt, das war's, komm, weg.